Wie sieht's aus? Sie haben 5 Punkte zugelegt. Er kotzt auf einen Obdachlosen und den Leuten gefällt's? Nein, Grace. Ihnen hat gefallen, dass er ein Mädchen gerettet hat, das fast überfahren wurde. Was? Wer hat's gefilmt und ins Internet gestellt? Hier. Oh, ich bin noch klein. Ich passe nicht auf, wo ich hingehe. Aber ich bin in den nächsten Bürgermeister von New York gerumst und er hat mein Leben gerettet. Das ist fantastisch, Will. Das ist das Menschlichste, was Sie während der ganzen Kampagne gemacht haben. Bei allem Respekt. Keine Ursache. Sie haben mir gar nicht erzählt, dass Sie ein kleines Mädchen gerettet haben. Wie Batman. Hey, hören Sie, Sie müssen unbedingt Kapital daraus schlagen. Selbstverständlich. Sie laden Sie zum Essen ein. Nein. Sie erkundigen sich nach ihr. Es gibt ein paar Fotos. Die Presse jubelt. Wissen wir, wer sie ist? Das ist das Allerbeste. Sie ist ein Pflegekind aus Harlem. Haben Sie nicht gehört? Pflegekind Harlem! Die Vene unter Ihrem Auge platzt gleich. Ich fahre und hol Sie. Nein. Ich will, dass Gracie holt. Was? Das ist Wollen Sie Idee. Ernsthaft, dass dieser Bulldozer das kleine Mädchen erschreckt? Ich weiß ja nicht, worum es geht. Bitte, Will, lassen Sie mich fahren. Bitte. Will, schicken Sie mich nach Harlem. Bitte, lassen Sie mich. In Harlem würden die Ihnen den Arsch versohlen. Nicht abschalten. Danke. Will, nicht abschalten. Nicht abschalten. Ein paar von denen. Vielleicht noch eine Karotte. Schneidest du dich vorher nicht klein? Sind Sie laktoseintolerant? Ich bin kinderintolerant. Ihre Cholesterinwerte? Noch sehr gut. Ich gehe jetzt schnell in den Keller und hole uns Nachschub. Und tschüss! Fürchten Sie sich vor mir? 6. Zutat ist mein Humor. Ihre Bestellung. Habe ich noch alle Tassen im Schrank? Cheers. Unser Leben ist echt krass. 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 Moment, was heißt krasses Leben eigentlich? Das heißt, unser Leben ist Mist. Oh, verstehe. Unser Leben ist echt krass. Und es gibt hier nicht viel Spaß. Warum holt uns niemand raus? Will man doch nur ein Zuhaus. Das ist doch nicht fair. Weniger singen und mehr putzen. Unser Leben ist echt krass. Und es gibt hier nicht Ich liebe diese Stadt. Je härter ich arbeite, desto mehr Chancen bekomme ich. Egal wer oder was man ist, man muss es nur genug wollen. Annie wird ihre Familie nie finden. Keiner von uns wird das. Irgendwo hat jeder eine Familie. Dass Sie als Bürgermeister kandidieren können, heißt nicht, dass Sie es sollten. Die Stadt braucht mich. Schon klar. Kriegen Sie sich ein, Batman. Was rennst du so? Dann komm ich schneller an. Wie sieht's aus? Sie haben 5 Punkte zugelegt. Wirklich? Er hat ein Mädchen gerettet, das fast überfahren wurde. Sie haben mir nicht gesagt, dass Sie ein Mädchen gerettet haben. Wie Batman. William Stax möchte Annie zum Mittagessen ausführen. Wieso? Die Leute wollen sehen, dass dir nichts fehlt. Was für Leute? Alle, die das gesehen haben. Oh, meine Haare sind ja gigantisch. Hey, America. Also wozu die mir? Wenn wir oft zusammen gesehen werden, werde ich Bürgermeister. Wetten, wenn ich zu Ihnen ziehe, werden Sie gleich Präsident? Das haben Sie doch nicht im Ernst vor. Wow. Ich werde Sie gar nicht bemerken, als hätte ich eine Schildkröte. Ob sie schon geimpft ist? Ist der nett? Ich glaube schon. Er weiß es nur noch nicht. Annie sagt, dass sie sehr gut singt. Was hat sie gesagt? Sie kann sehr gut singen. Ich verstehe nicht, was das heißen soll. Ihre Haare. Sex nicht zusammen? Er sieht sehr gut aus, hat ein schönes, markantes Gesicht, tolles Haar. Auf die Haare würde ich nicht setzen, Schwester. Hey, Mr. Will Stax. Nein, danke. Ich bin nicht auf der Suche nach begrenzter weiblicher Begleitung. Was? Gott hat einen Weg für uns alle. Ihr Weg sollte von meinem Auto wegführen.